Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Videosgabe in der Indexsektion der Formationsdata. Heute ist Sonntag, heute ist der 1. Juli 2018. Und in der heutigen Ausgabe möchte ich mit euch und Ihnen auf den Nasdaq 100 gucken. Das, was der Nasdaq 100 macht, ist ein, wie soll ich sagen, charttechnisches Leckerbissen, aber kein tradentechnisches Leckerbissen, weil hier sehr viele Unterstützungen und Widerstände aufeinandertreffen. Wenn man also nach meinem Dafürhalten auf der Suche nach einem ganz einfachen Trade ist, dann ist der Nasdaq 100 gerade dafür nicht geschaffen. Und ich will es euch auch erklären und ich will euch auch trotzdem sagen, warum ich jetzt aktuell zumindest im Falle eines Pullbacks auf der bärischen Seite gucken würde. Dafür muss man aber einiges auch hier wissen. Erstens, damit euch Folgendes einmal klar wird. Hier schon testet der Nasdaq die 7000er Marke. Dann scheitert der deutlich. Dann kommt er zurück und springt mit einer offenen Lücke drüber und geht über die 7000er Marke. Okay, Ausbruchslücke. Okay, dann kommt er wieder zurück und fällt mit einer offenen Lücke drunter. Das ist eigentlich eine sogenannte Insellücke. Das ist sehr bärisch. So, dann fällt er zurück, macht aber das höhere Tief, kommt wieder hier hoch, macht die Lücke zu. Dann denkt man sich, okay, hast die Lücke zugemacht und fällst du jetzt? Nö. Der bleibt liegen, der bleibt liegen, der bleibt liegen. Erinnert ihr euch, wir haben gesagt, okay, das ist doch mehr bullisch. Dann nimmt er wieder das alte Hoch raus. Und was macht er jetzt? Jetzt fällt er wieder da drunter. Wieder mit einer offenen Lücke. Das heißt, ja, der Nasdaq ist wirklich stark. Der macht immer wieder neue Hochs. Aber der lässt auch ganz schön viele heftige Pullbacks zu. Und vor allen Dingen diese Unterstützungen, die werden kaum verteidigt. Das ist dann wieder auch ein Zeichen der möglichen Schwäche. Okay, jetzt hat der Nasdaq per Tagesschlusskurs die 7000 bärisch aufgegeben, aber nicht per Wochenschlusskurs. Diese Bewegung war ganz schön heftig. Wenn man sich das anguckt im ETF des Nasdaq 100, also in den sogenannten Qs, dort kann man besonders gut das Volumen ablesen, dann sehen wir Folgendes. Wir hatten hier auf der Abwärtsseite hier und mit dieser offenen Lücke hatten wir durchaus Volumen im Ausverkauf. Das heißt, was der Markt jetzt hier wieder in diese Zone zurücklaufen würde, wäre eine mögliche technische Widerstandszone. Was ist denn da? Hier ist die offene Lücke, hier ist die 20-Tage-Linie und von diesem Ausverkauf ist das die 61,8% Retracement-Marke. Jetzt kann man sagen, ja, alles klar, wunderbar. Hast du so gesagt. Ist runtergefallen, war eben als Widerstand, dann Unterstützung hat er bärisch aufgegeben, sind noch zwei weitere Marken, shorten wir und dann gib ihm. Ja, das Problem mit Gib ihm ist Folgendes. Dieser Trend. Und nicht nur dieser Trend ist extrem bullisch und stark, sondern auch, wenn man sich das so im Monat anguckt, seht ihr das, wie der Markt steigt, 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 steigt und dann ist es hier 1, 2, 3, 4, 5 Monate Konsolidierung. Jetzt macht er das deutlich höhere hoch und wir schaffen es sogar, auf Monatsschlusskursbasis, seht ihr das, wie der viele Monate mit der 7000er-Marke kämpft, der schafft es jetzt, die 7000 rauszunehmen. Das bedeutet, auch wenn das jetzt hier möglicherweise schwach aussieht, kann es genauso, und deswegen habe ich euch das gezeigt, genauso wie es hier ein bisschen schwach aussah, kann der wieder ein Comeback feiern und weiter höhere Hochs machen. Also was machen wir jetzt daraus? Nach meinem Dafürhalten, falls der Markt in Richtung 7160, 72 kommt, ja, das ist eine Widerstandszone. Da würde ich persönlich gucken, ob sich hier in einer Stunde etwas anbahnt, was auf der Short-Seite interessant wäre. So, dann wäre aber das Ziel wieder in Richtung der 50-Tage-Linie. Das heißt kurzfristiger Trade. Man muss immer wieder seinen Stop anpassen und gucken, ob der bis dahin kommt und ob der möglicherweise vorher ausgestoppt wird. Hier im Bereich der 50-Tage-Linie ist das letzte Tief und ist das vorletzte Hoch. Da ist die nächste Unterstützung, 6,69. Das heißt, wir müssten dann die nächste Bastion durchbrechen. Und dann, guck mal, eine Art Doppelboden, Nackenlinie geht durch, ist Unterstützung, macht einen Bounce. Nächste Unterstützung, 6,850. Oh Mann. Und nächste Unterstützung, diese mittelfristige aufsteigende Trendlinie. Bleibt dran, auch wenn ihr denkt, oh, das ist mir zu anstrengend. 6,7. Ihr müsst eins wissen, ihr tradet hier gegen einen echt richtig starken Trend. Ihr tradet durch sehr viele Unterstützungen. Und deswegen, wenn man diese Stärke abverkauft und selbst wenn er dir
100 Punkte geben sollte, ja super. Denn du bist gegen den Trend unterwegs. Erstens. Zweitens. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Markt zwischen der 20 und der 50-Tage-Linie hier eine Weile seitwärts läuft und seitwärts läuft und seitwärts läuft und seitwärts läuft. Und dann aus dieser Konsolidierung das tiefere Tief macht. Ja, dann glaube ich, haben wir von der 6,850 vielleicht die Möglichkeit, nochmal an die Ausbruchszone zurückzukommen. Ich glaube, dann haben wir aber trotz aller Linien eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der Markt das, was er hier von 7,3 in Richtung 7 gemacht hat, dass er das zumindest hier in Richtung 6,7 fortsetzen kann. Gibt also zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Pullback an die 20-Tage-Linie, an diese offene Lücke in Richtung 7,2, an die 61% dieser Bewegung und dann immer wieder Stops anpassen. Falls der hier uns was anbietet, der muss uns was anbieten. Der kann auch einfach hier durchgehen. Falls er uns was anbietet und dann immer wieder den Stop anpassen, hier sagen, okay, wir sind fertig, war ein super Trade. Stop ganz eng und dann fällt er vielleicht durch. Oder man muss sagen, okay, vielleicht konsolidiert der hier, macht zum Beispiel immer tiefere Hochs und dann fällt er durch und dann glaube ich eine größere Wahrscheinlichkeit in Richtung 6.700, nochmals mit einer Zwischenstation, einem Zwischenbounce. Ist, Leute, nicht einfach gerade der Nasdaq zu traden. Ich hoffe, dass das angekommen ist. Es gibt einfachere Trades. Das war ein einfacherer Trade. Tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, konsolidiert, bricht aus. Zumindest in Richtung Allzeithoch. Da ging es sogar darüber hinaus. Wenn ihr sagt, ja, habe ich verstanden, dass es schwierig ist, war gut erklärt, dann seid ihr herzlich eingeladen, dieses Video bitte mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Wenn ihr das auf irgendwelchen Finanzseiten guckt, kommt gerne auf unseren YouTube-Kanal. Wir haben regelmäßig Ausgaben zum DAX, zu Devisen auf unserer Homepage, zu Kryptowährungen und zu Rohstoffen. Seid herzlich eingeladen, uns zu folgen. Und last but not least, am Ende dieses Videos die aktuelle DAX-Ausgabe und noch eine Ausgabe zu der aktuellen Konstellation bei Volkswagen, was gerade durchaus gefährdet aussieht. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.